Hi, ich begrüße Sie zu unserem Gesundheitsmagazin. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Bei Hauptsache gesund beschäftigen wir uns mit Themen wie Bewegung, Ernährung oder auch Entspannung. Heute geht es allerdings um Mythen über diese Topic-Themen. Liebe Anne, wir starten heute mit dem Thema Stress. Liebe Anne, fangen wir doch mal mit dem ersten Mythos an. Stress macht schlank. Stimmt das? Kann ich so leider nicht unterstützen. Natürlich vergisst der eine oder andere unter Stress zu essen und verliert dadurch an Gewicht. Aber es ist tatsächlich biochemisch sogar das Gegenteil der Fall. In Stresssituationen produziert unser Körper das Stresshormon Cortisol. Und das verändert unseren Stoffwechsel und führt sogar dazu, dass wir Fett eher in den Fettzellen einlagern. Spannend. Kommen wir doch direkt zum nächsten. Wie sieht es denn aus mit Kaffee? Da sagt man auch, dass Kaffee vielleicht in Stresssituationen unterstützt, mit der Situation vielleicht besser umzugehen. Muss ich leider auch sagen, dass es nicht der Fall ist. Denn auch hier haben wir wieder eine biochemische Reaktion. Wenn wir Kaffee trinken oder das Koffein im Kaffee, führt dazu, dass wir das Stresshormon Adrenalin produzieren. Und das heißt im ersten Moment, dass der Stresspegel auch noch steigt. Deshalb rate ich lieber dazu, die Kaffeetasse wegzulassen. Und vielleicht ist es aber tatsächlich auch eher der Mythos dadurch entstanden, dass man eher dieses Ritual hat. Ich gehe mir eine Tasse Kaffee machen, ich habe ganz kurz eine Auszeit für mich. Und das kann natürlich dann auch entspannend wirken. Das glaube ich, aber vielleicht dann koffeinfrei. Das wäre ja eine Idee. Genau. Einen habe ich noch. Wie sieht es denn aus mit dem Wort Stress? Das verbindet man ja eigentlich eher mit was Negativem. Ist Stress aber immer negativ zu betrachten? Rein evolutionär bedingt ist Stress eine positive Sache. Das heißt, wenn wir eine Gefahrsituation hatten oder haben, dann muss unser Körper ganz, ganz schnell reagieren. Und diese Stress oder diese Reaktion auf Stress ist für uns lebensnotwendig. Sonst hätten wir nicht flüchten können oder kämpfen können. Nur heutzutage haben wir kein natürliches Stressventil, wo wir den Stress wieder weglassen können. Und wenn Dauerstress ansteht, dann kann das natürlich auch gesundheitliche Folgen haben. Das heißt, immer gucken, dass sich unser Stresslevel, das heißt Anspannung und Entspannung, die Waage halten. Auf jeden Fall. Und dafür haben wir ja auch ganz viele andere tolle Folgen produziert, wo es Tipps und Tricks gibt, wie man Stress so ein bisschen vermindern kann. Liebe Anne, vielen lieben Dank an der Stelle. Und Sie haben es gehört, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht glauben Sie auch nicht immer einfach alles, was man gesagt bekommt oder was man liest. Und ja, dann wird der Stress auch bestimmt gar nicht so schlimm. Alle weiteren Folgen finden Sie natürlich wie gewohnt auf rnf.de. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Thank you.